Heute habe ich wieder so ein Billigsdorfer Messer aus China. Fura heißen die, im D2-Stahl. Und wenn dich interessiert, was dieses Billigsdorfer Messer kann, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survivor Shop Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist dieses No-Name Billigsdorfer Fura Messer aus China. Ich habe mir das von Gearbest geholt. Ich hole mir in letzter Zeit sehr viele Sachen aus China, auch aus Recherchegründen für meine eigenen Produkte, die ich ja jetzt am laufenden Band rausbringe. Gebe da auch unten den Link zu den neuen Sachen, die es auch auf Amazon gibt. Schau dir das ganz einfach an. Aber. Dieses Messer, das habe ich mir besorgt aus dem Grund, ja, weil das so eine lustige Farbe hat und weil mich irgendwie das Klingendesign interessiert hat. Das Ganze ist, wie du siehst, hier im D2-Stahl und wird auf Gearbest zum Beispiel unter Fura rausgegeben. Und ja, ich habe mir gedacht, ist das ein nettes Messer, das etwas kann? Und ja, es hat echte Vorteile, es hat aber auch ein paar kleine Nachteile, aber dazu komme ich gleich. Was mir gleich gefallen hat, war, dass es in Orange das Griffmaterial hat. Survival, Orange, muss ja nicht immer alles in Tarnfarbe sein, da habe ich auch einmal ein Video gemacht, Link gebe ich dir da. Dann ist es ein Flipper, da bin ich gespannt. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Langzeittest, ich habe das erst seit 3 Wochen jetzt bei mir und immer wieder, also das habe ich jetzt die ganze Zeit bei mir gehabt. Bei den ganzen Trainings, ich habe das Leuten gegeben, bei den Kräuterwanderungen haben wir damit Wurzeln geschnitten, da haben ein paar Damen, sind mit dem Messer sehr hart umgegangen, haben geschnitten, Nelkenwurz am Boden, auf dem Steilboden, ich habe nichts gesagt, weil es eh wurscht war, weil man gedacht habe, ich will einfach wissen, was es kann. Also das weiß ich noch nicht. Aber in diesen drei Wochen habe ich die ganze Zeit. Und es hat sich noch nichts getan, also es ist noch nicht locker geworden, die Verschraubung, die das Ganze zusammenhält. Aber ich stelle mir halt die Frage, wie das auf Dauer ausschauen wird, wenn ich das, ja, weiß ich nicht, in einem Jahr, vielleicht berichte ich dann wieder darüber, wie sich das Ganze dann ausgewirkt hat auf den Kugellagern, die da drinnen sind. Werden wir sehen. Was mir ein bisschen am Wecker geht, und das muss ich schon sagen, das ist das hier. Ja, also, dass die Burschen da keinen normalen Schrauben reingegeben haben, damit man das mit jedem herkömmlichen Multitool oder Schraubenschlüssel, den man daheim hat, Schraubenzieher wieder festmachen kann, das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ja, aber das ist ganz einfach so. Was man auch sagen muss, es zieht den Dreck förmlich an. Das Material da ist in der Erde herumgelegen und ich war nicht freundlich zu dem Ding, so wie ich das grundsätzlich mache. Und das kriegt man fast nicht raus. Also da müsste ich mit einer Zahnbürste wahrscheinlich drüber gehen, dass das rausgeht. Ich habe es 100-mal abgewaschen, ich habe auch die schon nachgeschärft. Aber das ist, ja. Und was man auch sagen muss, aber für den Preis, wie gesagt, Link findest du unten, schau dir das an, darf man halt auch nicht mehr erwarten, das schlagt sich da schon, dieser blaue Einsatz, ich weiß nicht, ob du das siehst, da an der Kante, durch das Runterfallen, durch das Reinstecken und so, geht da diese Farbe ab, aber ja gut, Messer kriegt einen Charakter. Was ich echt fett finde, ich meine, ich habe es jetzt nochmal nachgeschärft, aber auch bei der Auslieferung, also das ist einfach, ja, mit diesem D2-Stahl, der ja in den letzten Jahren immer beliebter wurde bei den Chinesen, ja, also echt fett, ja. Und ja, ich bin ein alter Schnitzer und bin halt kein Schlitzer. Wobei zum Schlitzen, glaube ich, wäre das auch eine Idee. Ich weiß nicht, mich hat das Ganze einfach angesprochen. Was mir auch extrem taugt, ist die angeschliffene Klinge. Denn die braucht man auch für was ganz was Besonderes. Also ich muss wirklich festhalten, dass mir das Messer insgesamt wirklich taugt. Es ist natürlich kein klassisches Outdoor-Messer. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist ein Must-Have oder so irgendwas. Ich weiß es nicht, das muss einem halt gefallen, das muss dir gefallen. Ich meine, für den Preis macht man auch meiner Meinung nach nicht allzu viel falsch und ja, ist okay. Wie langlebig diese Flipper-Funktionalität ist, ich weiß es nicht. Ja, muss man sich wirklich anschauen. Und ich glaube auch, dass es für den klassischen Outdoor-Bereich, wo die Sachen wirklich dreckig, schlammig oder sowas werden können, vielleicht unangenehm ist, wenn man es dann, wenn dann Sand reinkommt und die Sache noch schneller kaputt wird. Also das kann alles sein, das weiß ich nicht. Aber so als klassisches Messer zum Pakete aufschneiden und zum ein bisschen herumspielen und ein bisschen Bushcraften, ja, ist das sicherlich okay. Und du kennst ja sicher den Ausspruch, das Messer, was dabei hast, ist das beste Survival-Messer. Eh ganz klar. Wie sollte es anders sein? Na gut, das macht mir am meisten Spaß, ja. Dieser Öffnenmechanismus ist ganz einfach so. Dann wollen wir natürlich wieder mal schauen,
Achso, ja, ich muss das hinhalten auch irgendwie, gell, ja. Aber das haben wir gleich. Irgendwie das Holz, das ist in letzter Zeit da, ich will momentan meine Sachen nicht so gut anbrennen. Es glost nur. Na komm, komm, da schauen viele Leute zu jetzt. Erst du blamierst mich total oder ich blamier mich. Nein, das ist mir vollkommen egal. Und es ist auch so, ernsthaft, beim Survival, beim Bushcraft und insgesamt im Leben, es funktioniert nicht immer alles. Ja? Und dort, wo immer gleich alles funktioniert, ja, weißt du, so, bei so Filmen und so Geschichten, da kann man alles irgendwie so richtig schön zusammenschneiden. Ich weiß auch nicht, ja. Vielleicht liegt das daran. Aber natürlich funktioniert das, eh ganz klar. Ja, die Klingenrücken ist extrem scharf, wirklich extrem scharf. Das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Was man an der Verarbeitung um den Preis auch wirklich taugt, ist, du hast hier kein, also die Klinge bewegt sich nur ganz gering hin und her. Das ist nicht so, dass das automatisch aufgeht. Das passiert ja auch immer wieder beim Messern, dass man da nur ein bisschen ankommt und es geht auf. Also das ist wirklich gut gemacht. Ich meine, wie gesagt, ich habe noch keinen Langzeittest, den ich auf jeden Fall machen will. Ja, aber das ist einmal auf jeden Fall ein echter Pluspunkt. Ja, was ist jetzt mein Fazit von diesem Teil? Also das Erste, das macht einfach riesig Spaß. Also ich bin halt ein verspielter Hund, so ist das ganz einfach. Bei dem Messer kann man meiner Meinung nach eigentlich nichts falsch machen, besonders bei dem Preis. Es muss dir halt gefallen, wenn dir dieser Stil gefällt. Es liegt wirklich gut in der Hand, super angeschliffen, auch der Klingenrücken sehr, sehr brauchbar. Wie lange die Kugellager da drinnen halten, wir werden sehen, dass die Dummköpfe, dass da so stilistisch, stylisch gemacht haben, ist ein bisschen unlustig, aber auch da gibt es sicherlich irgendeine Möglichkeit, das aufzumachen und nachzuziehen. Aber wäre gescheit, wenn das ein normaler Schlitz oder Kreuzschrauber wäre oder Torx oder Sechskant oder was weiß ich, wie die alle heißen. Ja, man kann leider den Clip nicht verlegen, es gibt auch kein Lanyard-Loch, aber meine Güte, um den Preis. Nettes Teil, ich nehme sie in den Langzeittest und werde da wieder mal berichten, wie es der ganzen Sache jetzt ergangen ist. Unten findest du den Link zum Produkt. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ja, dein René Rossmann. Ciao.